Römisch 2. Gottes Spiel auf Erden. Die Avataras. Niemand könnte vom Geheimnis der inneren Lila, die Gott selbst ist, etwas ahnen. Leuchtete das göttliche Spiel nicht von Zeit zu Zeit auch auf Erden auf. Es geschieht dann, wenn die ewigen Gestalten der Avataras herabsteigen. Unter Avatara versteht die indische Wortoffenbarung das Herabsteigen Gottes aus den unendlichen Reiche der Freiheit in die Welt der Zeit und des Raumes der großen Maya, ohne dass das Wesen Gottes sich dabei in irgendeiner Weise substanziell veränderte. Fußnote 107. Das Sanskritwort Avatara wird hergeleitet von der Wurzel Ti, überkreuzen, den Ozean der Begierdewelt überqueren. Avatarati heißt, er steigt herab. Es handelt sich nicht um eine Fleischwerdung oder Inkarnation. Gott unterliegt in keiner Weise den Gesetzen der Maya-Welt, auch wenn er in sie herabkommt. Noch bedarf er eine fleischliche Hülle. Das ist, was die Shastras über die Avataras aussagen. Im Osten und Westen der Erde sind unter dem Einfluss nicht-vedischen Denkens von indischen und westlichen Philosophen der Vergangenheit und Gegenwart andere Darstellungen gegeben worden, um ihr jeweiliges System zu rechtfertigen. Inwieweit christliche oder buddhistische Einflüsse auf dieses Denken eingewirkt haben, ist eine Streitfrage. In der Bhagavad Gita spricht Krishna, der Urgrund der Avataras, in seiner Chit-Gestalt auf Erden wandelnd. In Yogamaya eingehüllt bin ich nicht jedem offenbar. Nicht kennt mich dies betörte Volk, den Ungeborenen, den Unwandelbaren. Gita 7.25. Krishna spricht hier von der Yoga-Maya, nicht von der großen Maya der Welt. Die Yoga-Maya ist eine der ewigen Seinsweisen der Chit-Shakti, die Spielleiterin des göttlichen Spiels, jene Kraft Gottes, welche die Dramatik der Lila gestaltet und ins Grenzenlose steigert. Der Wohnort jedes der Avatares ist eine eigene Unendlichkeit, in dem schon erwähnten unendlichen Reiche Vaikuntha, das immer und überall ist. Von dort steigen Varaha und Narasimha und Vamana und Rama und die anderen Avatares mit ihren ewigen Gefährten herab. Doch in Wirklichkeit steigen sie nicht herab. Denn in der Welt des unendlichen ewigen Seins gibt es ja kein Oben und Unten, kein Außen und Innen, kein Vorher und Nachher. Bhagavatam 10.9.13. Es wird in der Welt der Maya bloß ein Schleier weggezogen, der überall und immer da seiende Gott und sein unendliches Reich und sein Spiel leuchten dann für eine kurze Weile auch im Bereich der Maya auf, der das pervertierte Schattenbild der ewigen Wirklichkeit ist. Wenn ein Avatar zur Erde oder in eine andere Welt hinabsteigt, so nimmt er sein ewiges Reich mit sich. Der Boden, den er tritt, das Haus, das er bewohnt, sind dann, solange sie ihm dienen, nicht mehr Erde oder Lehm oder Stein, sondern Vaikuntha, das Land ohne Begrenzung, wo Zeit und Raum nicht die Herren, sondern die dienenden Helfer der Lilas sind. Alle Lilas, Bhagavans, sind ewig und alle seine Spiele sind unbegrenzt von Raum und Zeit. Wenn er will, sind sie, obgleich sie raum- und zeitlos sind, zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Platz sichtbar, von wo der Vorhang von Zeit und Raum fortgezogen ist. Und wenn er will,
Dann schließt sich wieder der Vorhang von Raum und Zeit und verhüllt wie ein dichter Nebel den Blick in die ewige Wirklichkeit. Die Wunder in der Lila Gottes auf Erden bestehen keineswegs darin, dass die Naturgesetze durchbrochen werden, sondern darin, dass dank der Kunst der Yogamaya oder Lila Shakti sich der Rhythmus des ewigen Spiels offenbart, aber durchaus nicht immer den Gesetzen des Erdenlaufs anzupassen scheint. Dadurch wird verhindert, dass das göttliche Geheimnis von Unberufenen erkannt wird, auch wenn sie es mit Augen sehen. Die Avatars sind vielfältiger Art. Da gibt es die Purusha-Avatars, die Guna-Avatars, die vielen Lila-Avatars, die Manvantara-Avatars, die Yuga-Avatars und die Avesha-Avatars. Die drei Purusha-Avatars, die zur äußeren Lila gehören, sind schon bekannt. Mahavishnu, der durch seinen bloßen Blick der Willen ist, neue Weltschöpfung in Gang setzt und dessen Teilaspekt, der ebenfalls Mahavishnu heißt und den ewigen Grund aller Weltensysteme des Universums bildet, und als dritter Purusha-Avatara der Teilaspekt des zweiten Mahavishnu als innerer Lenker in jedem Wesen. Eine gemeinsame Bezeichnung für all diese drei Seinsformen des weltzugewandten Gottes ist Param-Atma. Auch die drei Guna-Avatars gehören der äußeren Lila Bhagavans zu. Sie sind Brahma, in manchmal Weltschöpfungen ein Jiva, der von der Chit-Shakti Mahavishnus erfüllt ist. In anderen Weltschöpfungen ein Teilaspekt des zweiten Mahavishnu. Mittels der gewaltigen Kraft des Rajguna, der großen Maya, die Mahavishnu untersteht, bildet Brahma die Welt und die Hüllen der Wesen. Mittels der harmonisierenden Kraft des Sattva-Guna, der Maya, erhält Vishnu die Welt. In Klammer: Dieser Vishnu ist derselbe wie der dritte Purusha-Avatara Vishnu. Mittels der finsteren Glut, die zur Zeit der Weltvernichtung aus Shivas drittem Auge hervorbricht, zerstört Shiva die Welt. Die 14 Manvantara-Avatars sind die heimlichen Lenker und Ordner, die über die langen Zeitperioden gebieten, die man Manvantara, Manu Antara nennt, von denen jeder über 300 Millionen Jahre umfasst und die beendet werden durch eine der großen Fluten, welche die ganze Erde überschwemmen. Von diesen Manvantara-Avatars gehen die Yuga-Avatars aus. Zumeist sind es große Rishis, die über je eines der vier Weltalter Satya-Yuga, Treta-Yuga, Dwapara-Yuga, Kali-Yuga gebieten, die unablässig im Zeitenlaufe dahinrollen. Die Aufgabe jedes dieser Yuga-Avatars besteht darin, die seinem Zeitalter am besten entsprechende Form der Religion in ihrer Reinheit wiederherzustellen, und zwar im Satya-Yuga, im Zeitalter der Wahrheit, tiefe, klare, gedankliche Versenkung in Gott, Dhyana. Im Treta-Yuga Opferdienst, im Dwapara-Yuga Kult im Tempel und im Kali-Yuga jene Form von Bhakti, die sich ausdrückt im Preisgesang und Durchdenken der Gottesnamen im Kirtan. Die Avesha-Avatars bilden die Kategorie nach eine ganz besondere Gruppe, die wieder in zwei Abteilungen zerfällt. Bei den Bhagavats Avesha-Avatars steigt Bhagavan wie in einem Kelch in den geläuterten Leib und Geist eines aus Mayastoff bestehenden Menschen oder anderen Wesens hinein und erfüllt ihn ganz. Bei den Shakti-Avesha-Avatars steigt die Chit-Shakti-Gottes in ein solches Gefäß aus edler Maya hinein.
Im Gita Govinda von Jayadeva aus dem 12. Jahrhundert, das noch heute in Indien viel gesungen wird, gibt es eine 12 Strophen umfassende Avatara-Hymne. Fußnote 110, Gita Govinda 1.5 bis 16. Darin ist von 10 großen Avataras Gottes die Rede. Als erster wird Mina, der Fisch-Avatara, gepriesen, der nach jeder der Überflutungen den ewigen Veda wie in einem sicheren Boot durch die Wasser leitet. Nach dem ausführlichen Bericht des Bhagavatam befindet sich die 7 heiligen Rishis und der Stammvater einer künftigen Menschheit, ein Manu, in dem Boote, das von dem Avatara gezogen wird. Und dieser gibt ihnen die ganze Zeit Unterweisung in Erkenntnis des ewigen Atma. Der zweite große Avatara ist Kurma, die Schildkröte, die auf ihrem Rücken die ganze Erde trägt. Der dritte Avatara ist Varaha, der Eber, der die in der Tiefe des Meeres gesunkene Erde mit seinen Hauern hochhebt. Der vierte Avatara des Gita Govinda ist Narasimha, der Geistlöwe. Der fünfte Avatara ist Vamana, der Zwerg, der den Bali täuschte und unendlich begnadete. Der sechste Avatara ist Parashurama, Rama mit der Axt, der 21-mal die verkommene Kriegerkaste vernichtete. Der siebte ist der vom Volk besonders geliebte Avatara Rama. Der achte Avatara ist Krishnas Bruder Balarama. Der neunte Avatara ist Buddha, der aus Mitleid mit den Leiden der Tiere die Opfergebote der Veden verurteilte. Der zehnte ist Kalki, der Avatara, der in Zukunft kommen wird, um die Dämonen in Unmacht zu versetzen und nach der Finsternis des Kali-Yuga ein neues Zeitalter der Wahrheit herbeizuführen. Im Bhagavatam, das vom Anfang bis zum Ende von den Berichten über die Avatara-Lila erfüllt ist, wird von 22 solcher Lila-Avatars gesprochen. Bhagavatam 1.3.6 bis 25. Gleich darauf aber heißt es: O ihr Brahmanen, die Avatars Gottes, des Urgrunds allen Seins, sind wahrlich unzählbar. So wie von einem See, der nie austrocknet, tausende Ströme ausfluten. Fußnote 111: Das Wort Sahasrana, tausendfach, bedeutet auch hier unendlich viel, also unzählig viele Ströme. Bhagavatam 1.3.26. Zwei von diesen Avatars haben weitaus stärkere Shakti als alle anderen. Sie sind Rama und Nrisimha. Der Erdenwandel Gottes in Gestalt Ramas hat die Fantasie von Millionen von Hindus seit Jahrtausenden aufs Lebhafteste beschäftigt. Zu den ersten Sprachdenkmälern der indischen Volkssprache, auch der Sprachen Südindiens, in Klammer, die in einem anderen Sprachstamm angehören als das Sanskrit, gehören zumeist Bearbeitungen oder Übersetzungen des Ramayana, dessen göttlicher Held Rama ist. Im indischen Wald befindet man vielfach die beiden Silben des geliebten Gottesnamens Rama mit riesengroßen roten Buchstaben liebevoll auf Baumstämme oder Felswände gemalt. Wenn zwei Wanderer einander begegnen, grüßen sie sich noch immer oftmals mit dem Gottesnamen Rama Rama oder auch Sitaram. Sita ist die göttliche Macht, die Shakti Ramas, aus seinem ewigen Reiche Ayodhya, die er in seiner Lila auf Erden als geliebte Frau wiederfindet, mit der er sich vermählt und die ihm, gleich dem treuen Bruder Lakshman, für viele Jahre in das harte Exil im Walde folgt, wo sie dann von dem Dämon Ravana geraubt wird.
Noch immer singen Schwärme von Kindern in Indien Hari Rama Lakshman Janaki, Jai Bolo Hanumana Ki. Hari Rama und Lakshman und Sita, in Klammer Janaki, jubeln über den Sieg Hanumans, über den Dämonen Ravana. Der große Gottgeweihte und Yogi Hanuman in Affengestalt ist ein ewiger Bhakta Rams. Durch Hanumans mächtige Hilfe vermag Rama seine Shakti Sita, die er lange vergeblich gesucht hat, aus dem Kerker auf der Insel Lanka, in Klammer Ceylon, zu befreien, nachdem er mit Hilfe von Hanumans Affen einen Damm über den Ozean gebaut hat. Am Rand wohl eines jeden der Hunderttausenden von Dörfern, wo Hindus leben, findet sich ein Tempelchen mit der grellroten, aufgereckten Gestalt des Nothelfers Hanuman, der übers Meer zu fliegen vermochte, weil der Name Rama in sein Herz geprägt ist. Aber ebenso wie einst bedrängt auch heute noch manche Hindus die Frage, wie ist es möglich, dass Rama, der allwissende Gott, so lange vergeblich Sita sucht und dass er um die Geraubte verzweifelt weint und klagt? Wie ist es möglich, dass Sita, eine ewige Form des Chit-Shakti-Bhagavans, von dem Dämon in Gestalt eines Rehs verlockt werden konnte? Hat Ravana nicht doch Sita missbraucht, obwohl sie die Feuerprobe bestand? Mehrfache Antwort wird auf diese Frage gegeben. Das Spiel Gottes und seiner ewigen Begleiter auf Erden steigert seine göttliche Freude, Ananda, auch wenn diese Freude von bitterem Leid überdeckt ist. Durch die Anziehungskraft des in der Welt sichtbar werdenden göttlichen Spiels werden auch manche bisher vom Zentrum allen Seins abgewendeten Atmas zum Forschen und Sinnen bewogen und einige wenden sich Gott wieder zu. Und selbst den ganz Verstockten wird durch die Lila Ramas aufgewiesen, dass der Samsara, die Welt des Ich und Mein, nicht die wahre Heimat des Atma ist und dass sogar Gott, wenn er auf Erden spielt, kein glückliches Familienleben führen kann. Die Shastras berichten von mehreren Versuchen, das Reich Gottes auf Erden aufzurichten. Der Avatara Rama versuchte es. Noch immer spricht man in Indien von Ramas Reich, Rama Raja. Doch der Versuch misslang auf die Dauer. Der König Bharata, von dem Indien seinen uralten Namen Bharatvarsha empfing, den Namen, den es seit dem Jahre 1947 wieder trägt, versuchte es, doch bald warf er die Herrschaft weg, als ob sie Schmutz wäre. Bhagavatam 5.14.43. Arjunas Enkel, der König Parikshit, bemühte sich, als das finstere Zeitalter bereits angebrochen war, in der Welt ein Reich irdischer sozialer Gerechtigkeit aufzubauen. Sein Versuch endete in Verfluchung und Tod. Bhagavatam 1, Kapitel 16 bis 18, 12, Kapitel 5 bis 6. Das Reich Gottes ist nach den Shastras immer nur das aus Chit bestehende, von Raum und Zeit unbegrenzte Reich der Ewigkeit, das hier und da auch für eine ganz kurze Weile auf Erden aufleuchtet. Die Verwirrung und Not, durch die Rama in seinem Spiel auf Erden schreitet, hat der Liebe und Verehrung zu ihm keinen Abbruch getan. Mahatma Gandhi berichtete in seiner Selbstbiografie, dass er ein sehr furchtsames Kind war, und dass ihn der sogenannte Name Ramas von aller Furcht befreit habe. Er starb mit dem Namen Rama Rama auf seinen Lippen. Mitten in scheinbar so menschlichen Ereignissen wird Rama im Ramayana folgendermaßen angesprochen. Du bist das höchste Wesensgesetz aller Welten, die höchste göttliche Person.
Du bist die Zuflucht der Zufluchtsuchenden. So verkünden die großen göttlichen Weisen. Du wirst gesehen in allen Wesen, als innerer Lenker, in den Brahmanen und in den Kühen gleicherweise. Du bist offenbar in allen Weltgegenden, im Himmel und in den Strömen und in den Bergen. Du bist es, der den Reichtum heiliger Liebe besitzt, der Tausendfüßige, der Tausendhäuptige Purusha. Du trägst die Lebewesen und die Erde mit den Bergen. Ramayan 6.120, 5.21, 22. Im Bhagavatam wird berichtet, dass in einem der Reiche des Kosmos der ewige Bhakta Hanuman immerdar zu dem Avatara Ram für die Welt betet. Bhagavatam 5.19.1-8. Ebenso wie in einem anderen Reiche des Kosmos der ewige Bhakta Prahlad immerdar zu dem Avatara Narasimha in einem Mantra fleht. Er möge die Gesamtheit der Lust- und Hasskeime in den Herzen aller Wesen vernichten und die Finsternis der Maya verschlingen. Bhagavatam 5.18.7-14. Höchst erregend ist die Lila des Avatara Narasimha mit dem Knaben Prahlad. Der Vater Prahlad namens Hiranyakashipu war ein sehr mächtiger Herrscher. Die Diktatoren unserer Zeit sind Zwerge gegen ihn. Hiranyakashipu gebot nicht nur über die ganze Erde, sondern auch über die vergänglichen Himmelswelt Indras, woraus er die Devas vertrieben hatte. Der Asura Hiranyakashipu war auch ein großer Yogi. Fußnote 113. Das Wort Asura hat zwei Bedeutungsschichten. Es bedeutet, erstens, keine innere Haltung haben und nur von ständig wechselnden Trieben und Lüsten hin und her geschleudert zu werden. In dem einen Teil des Veda bildenden Worterklärungen des Veda Nirukta heißt es Asura, nicht recht hingegeben sein, also unstet sein, keinen inneren Halt haben, ohne auf die Shastras und auf Gott zugeordnet und geschützt zu sein. Vergleiche Gita Kapitel 16. Das Wort bedeutet aber auch, zweitens, alles, was Leben gibt, Lebensodem, Asu, Leben, Ra, Geben. Varuna, der Wassergeber, Indra, der Regengeber, Surya, der Geist der Sonne, als Lichtgeber, werden in diesem Sinne Asuras genannt. Und in einem großen Hymnus des Rig Veda wird die wunderbare Asura-Macht der Devas gepriesen. Durch die Macht tamahafter Askese hatte er Brahma, dem Weltenbildner, das Versprechen abgerungen, dass bei Tag und bei Nacht kein Mensch und kein Tier ihn töten vermöge. So herrschte er mit eiserner Hand über ein Weltenreich, das aufs Trefflichste geordnet war, einzig nach dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit und in dem niemand zu hungern brauchte. Die Lebewesen stöhnten unter seinem Joch. Aber wenn auch Hiranyakashipu auf Indras Throne saß und nur ihm geopfert wurde und ihm der Tribut aller Länder und Meere zuströmte und selbst die himmlischen Sänger seinen Ruhm preisen mussten, war der allgewaltige Herrscher nicht glücklich. Er hatte keinen inneren Frieden erlangt. Die Welt hatte er bis zu den letzten Grenzen unterworfen. Aber ohne, dass er es ahnte, plünderten indessen die sogenannten sechs Feinde Lust, Karma, Wut, Kroda, Gierheit, Loba, Stolz, Mada, Ohnmacht, Recht zu erkennen, Moha, Eifersucht, Matsarya, sein Herz. In dem, wie in jedem anderen Herzen,
seiner unbewusst still schauend der Paramatma als innerer Zeuge weilte. Prahlad, der Sohn dieses Herrschers, war im Dämonenhause aufgewachsen, und doch war er ein Bhakta vom Mutterleib an. Er war einer der ewigen Gefährten Gottes. Der Name Prahlad bedeutet große Freude. Als die Zeit dafür gekommen war, wurde für Prahlad und seine Anzahl ausgewählter Kameraden aus dem Dämonengeschlecht am Königshof eine Schule eröffnet. Der Unterricht bestand in Politik, wie man die Schwächen der Menschen erkennt und ausnützt und wie man sie gegeneinander ausspielt und beherrscht und wie man selbst größten Sinnengenuss erlangt. Eines Tages ließ der König den Sohn rufen. Er fühlte das Glück seiner reinen Nähe, nahm ihn auf den Schoß und äußerte den Wunsch, der Knabe möge etwas Schönes von dem berichten, was er gelernt habe. Prahlad sagte: Von dem von Zeit und Raum unbegrenzten Gott, von Vishnu zu hören, seinen Namen und seinen Ruhm zu singen und seine Taten zu durchdenken und immer im Sinn zu behalten, seine Füßen zu dienen, im Kulte seinen Dienst zu tun, ihm einen treuer Diener, ja ein vertrauter Freund zu sein und ihm sein ganzes Wesen auszuliefern. Bhagavatam 7.5.23. Fußnote 114. Es handelt sich bei den ersten acht Tätigkeiten um die sogenannten acht Blütenblätter des Lotus der Bhakti und bei der neunten Ausliefern des ganzen Wesens Atma Nivedanam um den Kelch dieses Lotus. Als Hiranyakashipu diese Worte seines Sohnes gehört hatte, warf er mit wilden, bebenden Lippen dem Lehrer des Kindes vor, dass er ihn solches wertlose Zeug gelehrt habe. Der Lehrer verteidigte sich, er habe es ihn nicht gelehrt, das sei Prahlad eingeboren. Streng fragte ihn der Vater, wie ihm das nur in den Sinn gekommen sei. Prahlad antwortete: Die Sinnausrichtung auf Krishna hin kommt nicht von selbst zustande und nicht durch einen anderen, nicht im Zusammensein mit denen, die dem Leben im Haus verhaftet sind, mit ungezügelten Sinnen von Finsternis unterjocht, die immer wieder und wieder Sinnengenüsse kauen, die sie in früheren Leben gekaut haben. Bhagavatam 7.5.30. Nicht wissen jene, deren Sinn böse ist, die hochmütig äußeren Ziele anstreben, dass der von Zeit und Raum unbegrenzte Gott ihr letztes Ziel ist. Sie sind wie Blinde, die von Blinden geleitet werden, gebunden mit dem starken Strick, dem Seil der Worte, in den Geboten und Verboten Gottes. Bhagavatam 7.5.31. Solange ihr Sinn nicht voller Überzeugung begehrt, sich mit dem Blütenstaub von den Lotusfüßen der ganz großen Salben, kann ihr strebender Sinn die Füße des weit hinschreitenden Gottes nicht berühren. Es ist die Berührung, die den Sinn hat, von der Sinnlosigkeit wegzugehen, den Mangel an wirklichem Sein abzustreifen. Bhagavatam 7.5.32. Fußnote 117. Dur Asaya, die Gesamtheit aller üblen Eindrücke, Vasana aus vergangenen Leben, die im Chitta eingeprägt sind und immer neues Karma verursachen. Fußnote 119. Einer dieser ganz Großen ist Narada, Bhagavatam 7.15.16, berichtet, dass Prahlad schon als Kind im Mutterleib die Unterweisung lauschte, die seine Mutter in der Abgeschiedenheit des Waldes von Narada empfing. Der Vergleich Staub, das heißt Blütenstaub, von den Lotusfüßen Krishnas oder Radhas oder von Krishnas Avataras
oder seinen großen Baktus wiedergegeben, um anzudeuten, dass die Kühe diese Lotusfüße und der Blütenpollen, die daran haften, die brennende Hitze der Begierdewelt Samsara wegnimmt. Lotusse der Chitwelt sind gemeint. Die esoterische Bedeutung liegt darin, dem nachzufolgen, was diese Gestalten in ihrer Unterweisung lehren und was sie selber, ein Beispiel gebend, vorleben. Als der König das vernahm, befahl er in wilder Wut, den Knaben zu töten. Seine Knechte mühten sich, ihn umzubringen, durch Elefanten, die ihn zerstampfen sollten, und indem sie ihn einen Abgrund hinunterstürzten, ihn in eine dunkle Kerkerzelle sperrten, ihm Gift gaben, die Nahrung entzogen, in Schnee, Wind und Feuer Wasser aussetzten und Berge über ihn wälzten. Es gelang ihnen nicht, den Knaben zu töten, der in den Armen Gottes ruhte. Der König ward von banger Sorge erfüllt und wusste nicht, was er tun sollte. Da dachte er ist ja nur ein Kind, und ließ sich von den Lehrern bewegen, den Unterricht Prahlads fortsetzen zu lassen. Der einzig Erfüllung der drei Liebesziele des Sinnesmenschen als Ziel hat: Ordnung, Reichtum und Sinneslust. Dharma, Artha, Kama. In einer Pause des Unterrichts begann Prahlads seinen Mitschülern darzulegen, dass diese Lebensziele der Welt lächerlich erbärmliche Ziele sind. Er gab ihnen Erkenntnis, unterwies sie in Bhakti und sie wandten sich ihm zu. Fußnote 121. Bhagavatam 7, Kapitel 6 und 7, die Unterweisung umfasst 85 Strophen. Als Hiranyakashipu das vernahm, fragte er Prahlad maßlos erbittert, woher er die Kraft nehme, den Befehl von ihm zu verletzen, vor dem alle Welten zittern. Es sei die Kraft dessen, der in ihm sei und ihm Vater sei und in allen, die mächtig sind und dessen Macht alle höheren und niederen Wesen von Brahma angefangen unterstehen. So erwiderte furchtlos der Knabe: Wo ist er denn, der Herr der Welt, außer mir, von dem du Unglücklicher sprichst? Fragte Hiranyakashipu finster. Prahlad antwortete: Überall. Hiranyakashipu sagte: Wenn er überall ist, warum nicht hier in der Säule? Prahlad blickte nach der Säule, grüßte verehrend in diese Richtung und sagte: Er ist sichtbar. Bhagavatam 7.8.13. Hiranyakashipu sagte: Ich bin er. Ich werde dir, der du dich so aufbläst, den Kopf vom Leibe trennen. Jener Hari, der die von dir begehrte Zuflucht ist, mag dich schützen. Bhagavatam 7.8.14. Wütend mit bösen Worten wandte sich der große Asura zu seinem Sohn, dem großen Bhakta, ergriff sein Schwert, sprang von seinem Throne auf und hämmerte mit einem Faustschlag gegen die Säule, in deren Richtung Prahlad mit gefalteten Händen grüßend hinblickte. Bhagavatam 8.8.15. In diesem Augenblick erhob sich ein mit Schrecken erfüllender Hall, als ob das Weltall mit zu dessen Schale durchdringe. Brahma und andere Devas vernahmen den unerhörten Hall in ihren eigenen Reichen und meinten, die Vernichtung ihrer Reiche sei gekommen. Bhagavatam 8.8.16. Um seines Dieners Wort wahrzumachen und um die Gegenwart seiner selbst in allen Dingen und Wesen zu zeigen, wurde er, der Herr, sichtbar in der Säule des Thronsaals, in wundersamer, erstaunlicher Gestalt, weder Mensch noch Tier. Bhagavatam 8.8.18.
Vor Hiranyakashipu stand der Herr in Gestalt eines Geistlöwen. Die furchtbaren Augen wie geschmolzenes Gold mit zahllosen Armen. Der Asura drang dennoch brüllend mit erhobener Keule gegen Narasimha vor. Doch als er in den Lichtglanz des Avatara kam, entschwand er den Blicken wie eine Motte, die ins Feuer fällt. Der Avatara lachte dröhnend, dass die Welten schüttern, und zerriss den Asura mit seinen diamantenen Nägeln. Hiranyakashipus Herz leuchtete wie ein aufgebrochener roter Lotus, als er auf dem Schoße dessen lag, den die Nrisimha Purvatapani Upanishad den Furchtbaren, den Holden, den Tod des Todes nennt. Unnahbar saß Nrisimha auf dem Thron, den Leichnam auf den Knien. Vergebens suchte Lakshmi, Shiva, Brahma und andere seinen göttlichen Zorn zu besänftigen. Da wies der Weltenbildner Brahma den schuldlosen Knaben Prahlad, den Bhakta, an, er möge sich Gott nahen. Das Kind tat, wie ihm geheißen wurde. Prahlad näherte sich langsam, beugte sich, bis seinen Kopf die Erde berührte, und erhob flehend die gefalteten Hände. Als der Herr den Knaben sah, der zu seinen Füßen gefallen war, wurde er von göttlicher Barmherzigkeit überflutet, und er legte seine kühle Hand, die Furchtlosigkeit schenkt, auf des Kindes Scheitel. Prahlad erlangte unmittelbare Erkenntnis des Höchsten, der sein Ein und Alles war, und mit stockender Stimme vermochte er ihn zu preisen. Das Preislied, das Prahlad sang, enthält im Urtext 43 Strophen, Bhagavatam 7.9.8-50. Obwohl der Knabe voll unsäglichem Glück ihn preisen durfte, vor dem Avatar Gottes stand, sah er noch immer auch die Not der Wandelwelt vor sich, und er, der Schuldlose, identifizierte sich mit aller Schuld und Verwirrung der Welt und dünkte sich, einer der gottabgewandten Atmas zu sein, die in Stoffhüllen gekleidet von Geburt zu Geburt durch ihnen ganz wesensfremde Welten irren. Er bittet Narasimha, ihn frei zu machen von dem 16-speichigen Rade der Maya. Die 16 Speichen des rollenden Rades der Wiedergeburten sind der schweifende Geist, Mana, der von Lust und Hasskeimen, Vasana, angetrieben wird, und die 10 Sinne und die feinen Grundlagen der 5 Elemente der Materie, von Raum bis zur festen Substanz. Prahlad flehte. O du Ungeborener, o du Allmächtiger, o du von Zeit und Raum Unbegrenzter, zieh mich zu dir hin, der durch die ungeborene Maya auf das 16-speichige Rad geschleudert wurde und zermalmt wird. Denn ich habe bei dir Zuflucht genommen. Bhagavatam 7.9.22. O Achutya, die Zunge, die nie zufrieden gestellt, zieht mich nach einer Richtung hin, das Geschlechtsglied anderswohin, die Haut, der Magen, das Gehör, irgendwohin, die Nase anderswohin und die unsteten Augen irgendwohin und ebenso die Tätigkeitssinne. Sie sind so wie viele Nebenweiber, die den Herrn des Hauses, den ewigen Atma, in ihr Bett zerren wollen. Bhagavatam 7.9.40. Ich sehe dieses Volk, das durch sein eigenes Karma, die Auswirkungen der eigenen Taten, in den Höllenfluss des endlosen Kreislaufs der Wiedergeburten gestürzt ist. Das Volk, das voll ständiger Furcht ist, einer vor dem anderen, von Geburt bis zum Tod,
und voller Furcht der Nahrung halber uns das Freundschaft und Feindschaft hegt zu den Leibern der eigenen Leute und der Fremden. Du, der du auf der anderen Seite im Unvergänglichen wandelst, erlöse sie. Führe sie hinüber über den Strom der Maya, die in die Irre gegangenen. Tue es nun. Bhagavatam 7.9.41. Fußnote 125. Achutya, ein Gottesname, wörtlich der nicht wegtropfende, hier im Gegensatz zu den unsteten Sinnen aus Maya-Stoff. Im Verlauf seiner großen Hymne an Narasimha spricht Prahlad zuweilen gar nicht mehr bloß den mächtigen Avatara, sondern den göttlichen Urgrund an. Er preist ihn als den Herrn des unendlichen Reiches Vaikuntha, Bhagavatam 7.9.39, als höchsten Purusha und Aussender der Avataras. So erhältst du die Welten, durch deine Avataras, als Mensch, Tier, Rishi, Fisch und so weiter, gestaltet, o du höchster Purusha, und behütest den Dharma, der dem jeweiligen Yuga entspricht. Und weil du im Kali-Yuga nicht offen erscheinst, heißt du, der in drein der Yugas kommt, der Verborgene. Bhagavatam 7.9.38. Krishna ist der Aussender der Avataras, der höchste Purusha. Krishna war herbeigeeilt und hatte sich in der ewigen Gestalt des Avatara Narasimha offenbart, um seinen geliebten Bhakta Prahlad zu schützen. Als der Knabe seine Hymne beendet hatte, gefiel es Narasimha in Spielfreude, seinen Bhakta Prahlad in Versuchung zu führen. Er sagte: Ich bin zufrieden mit dir. Begehre die Erfüllung eines Wunsches. Ich erfülle alle Wünsche der Menschen. Prahlad erwiderte: Versuche mich nicht, dass ich Begehren hegen soll, die Samen zu neuer Verstrickung in die Wandelwelt sind. Einer, der Lohn und Segnungen von Gott erwartet, ist kein Diener, sondern ein Händler. Ich aber bin dein Bhakta. Wenn ich irgendeine Wunscherfüllung wählen soll, so begehre ich, dass niemals wieder Wünsche in meinem Herzen aufsprossen mögen. Und dann stellte Prahlad doch eine Bitte. Er fleht um die Gnade, dass sein Vater, der in Schuld geriet, Entsühnung finden möge. Nicht nur dein Vater, sondern 21 Generationen deiner Vorväter sind entsühnt durch dich, ist die Antwort Gottes. Der lange Bericht von Narasimha und dem Knaben Prahlad im Bhagavatam ist nur wie ein Tropfen in dem Ozean der zahllosen Berichte in den Shastras vom immer neuen Niedersteigen Gottes in Gestalt seiner Avataras in der Entfaltung seines ewigen Spiels. Doch im Bhagavatam und anderen Puranas und in dem riesigen Epos Mahabharata mit Einschluss der Bhagavad Gita wird auch berichtet, dass Krishna selbst, der Avatari, der Urgrund und Aussender aller Avataras, einmal in aller seiner Fülle in seiner eigenen Gestalt zusammen mit all seinen ewigen Begleitern ein einziges Mal in der Geschichte jeder Weltentwicklung, die 4.320 Millionen Jahre währt, zur Erde niedersteigt und sein eigenes Reich mit sich nehmend, für eine Anzahl von Jahren auch seine innerste Lila im Menschenland spielt. Fußnote 129. Viele der Lila-Avataras steigen gleichfalls nur einmal in der Geschichte einer Erde zu ihr herab. So zum Beispiel Narada, der Bhakti-Avatara Kapila, der Lehrer der Sankhya-Philosophie,
Narasimha und Rama. Es heißt, um von denen, die im Kali-Yuga geboren werden, Leid, Trauer, Finsternis wegzunehmen und um die Bhaktas mit seiner Gnade zu ergreifen, breitete er den hochheiligen Ruhm seiner Lila aus. 9.24.61. Die Berichte von dieser Lila werden der herrlichste heilige Badeplatz und der Nektar des Ohres der Seienden genannt. Es wird verkündet, wer in diesem Band des Ruhmpreises der Lila die Höhlung seines Ohrs wirklich gewaschen habe, der schüttele die Vasanas ab, die immer neues Karma erzeugen. 9.24.62. Das Padma Purana fügt noch hinzu, dass Krishna, wenn er zu seiner eigenen Lila herabsteige, alle Reiche der Avatars durchschreite und dass dann alle Avatars in ihn eingehen und ihm sind, solange er auf Erden weilt.